willkommen zur Pressekonferenz hier beim TuS Mechtersheim anlässlich des Spiels TuS Mechtersheim. Eintracht Trier vor 272 Zuschauern, Endstand 2:1 für unseren TuS. Ich begrüße hier bei mir unsere beiden Gästetrainer, meiner rechten Seite den Gästetrainer von Eintracht Trier, Herrn Josef Sinna. Ihnen gebührt als Gast das erste Wort zum Spiel. Hallo zusammen. Gratulation an meinen Trainerkollegen. Gratulation an TuS Mechtersheim für den über 90 Minuten gesehen verdienten Sieg. Mechtersheim hat um jeden Zentimeter gekämpft. Wir wussten, dass es ein ganz schwieriges Spiel für uns wird. Und wir haben es nicht geschafft, von Anfang an unsere Leistung zu bringen. Haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Mechtersheim war sehr sprintstark, sehr leidenschaftlich gekämpft. Waren im Umschaltspiel sehr gut und wir waren leider in der ersten Halbzeit nicht anwesend, deswegen auch verdient in Rückstand geraten. Zweite Halbzeit haben wir versucht, die Zweikämpfe anzunehmen, das, was uns nicht das ein Voraus gewesen ist. Sind ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben Anschlusstreffer erzielt, konnten uns aber danach nicht mehr entscheidend durchsetzen, um weitere Torchancen zu erspielen. Und deswegen geht der Sieg an Mechtersheim auch verdient. Ich glaube, für uns, das muss ich mal erwähnen, wir müssen mit Rückschlägen rechnen. Wir werden nicht hier durch die Liga spazieren. Und uns war auch klar, dass Mechtersheim kein Tabellenletzter ist, kein normaler Tabellenletzter. Die haben in den letzten Wochen sehr guten Fußball gespielt, haben viel Pech gehabt. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir hier anreisen und Mechtersheim gegen uns den Bock umstoßen. Aber vielleicht muss das auch für unsere Mannschaft mal sein. Eine Niederlage, daraus neue Energie schöpfen und sammeln und dann am Freitag gegen Engers eine Antwort zeigen. Ja, danke schön. Ralf, Gratulation zu deinem Sieg. Dir gebührt das Wort. Ja, vielen Dank auch an die Trainerkollegen für die Glückwünsche. Ich muss sagen, uns ist, glaube ich, heute allen ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Wir haben unglaublich schwierige Wochen hinter uns, wobei ich noch behaupte, dass die Mannschaft da überragend mit umgegangen ist. Also gerade bei so vielen jungen Spielern ist das was, wenn man Fußball gespielt hat und Woche für Woche auf die Mütze kriegt, das ist nicht selbstverständlich. Ja. Wir haben das hochgehalten, wir haben, wie der Kollege auch schon sagte, auch wirklich richtig gute Spiele gemacht, ja, waren klar überlegen. Haben vorne im Abschluss etwas unglücklich oder auch mit viel Pech agiert, konnten uns nicht belohnen. Insofern, ja, tut mir leid, dass es gegen euch ist. Ich hätte es mir auch früher gewünscht, aber ich nehme das heute so. Ich sehe es auch so, dass die erste Halbzeit sehr präsent war, dass wir eine sehr passable erste Halbzeit gespielt haben. Wir waren giftig, wir waren gallig in den Zweikämpfen. Das musst du auch sein, ja, weil es ist im Moment Situation hin oder her für uns purer Überlebenskampf. So ist die Mannschaft aufgetreten. In der zweiten Halbzeit, es ist klar, dass du gegen den Gegner mit so einer Qualität dann irgendwo auch in der Situation unter Druck gerätst, ins Schwimmen kommst, wir haben dann umgestellt. Ich finde, wir waren immer noch präsent, haben nach vorne ganz so viel Entlastung gehabt, auch wenn wir ein Ding haben, wo wir das Dritte machen können oder müssen und das Spiel entscheiden können. Insofern, der Gegner war gefährlich, aber meist auch mit hohen Bällen. Da sind wir ganz gut gestanden. Insofern sehe ich es auch so, dass allein schon aufgrund der Leidenschaft das heute ein verdienter Sieg war. Nichtsdestotrotz, für uns ist jetzt nicht die Situation, uns auszuruhen. Ja, wir müssen gucken, ja, dass wir jetzt das nutzen, den Schwung mitnehmen und uns dann immer wieder auch, oder ja, immer wieder, beziehungsweise es schaffen, uns für diese Leistungen zu belohnen. Wie gesagt, wir hatten schon bessere Spiele in den vergangenen Wochen standen damit nichts, heute haben wir 3 Punkte, insofern unterschreiben wir das. Dankeschön. Ja, danke schön. Ich bedanke mich bei den beiden Trainern. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. Viel Glück für die nächsten Spiele. Ralf, geht zu den Jungs, feiert.